Du verstehst schon Deutsch, aber wirst irgendwie immer nervös, wenn du sprechen musst? Dann solltest du dieses Video zu Ende gucken, um drei Tipps zu erfahren, wie du flüssiger, selbstbewusster und rundum besser Deutsch sprechen kannst. Hallöchen, du schaust gerade Vitamin Deutsch und ich bin Sarah. Herzlich willkommen. So, beginn mit einfachen, kürzeren Sätzen. Und versucht dabei, die grammatischen Regeln einzuhalten. Manche unterschätzen die kurzen kleinen Sätze, sind ungeduldig und möchten sofort einen 8 Kilometer langen Satz bauen. Aber das kann auch kontraproduktiv wirken, besonders wenn du dich auf dem Anfängerniveau befindest, weil die komplexeren Konstruktionen dich verwirren. Stellen wir uns mal vor, du erzählst eine Geschichte. Bevor du einen höchst komplexen Satz mit Nebensätzen und Konjunktionen bildest, wie zum Beispiel: Ich konnte heute die Hausaufgaben mit Hilfe meines zahlenaffinen Bruders erledigen, weil mir die Matheaufgabe in Geometrie schwer fiel. Dann kannst du auch mit einfacheren, kleineren Sätzen beginnen. Ein einfacher Satz besteht aus einem Subjekt, einem Prädikat und also nicht zwangsläufig, aber häufig mit einem Objekt. Ich konnte heute die Hausaufgaben machen oder erledigen. Mein Bruder hat mir geholfen. Mein Bruder ist zahlenaffin oder er kann sehr gut mit Zahlen umgehen und hat Freude dabei. Die Matheaufgabe war in Geometrie. Sie war sehr schwer. Und wie du siehst, die Geschichte bleibt unverändert. Aber wir haben die Erzählung enorm vereinfacht. Und das hilft besonders, wenn du das Sprechen übst und im Alltag kommunizierst. Versuch also nicht, das Ganze unnötig zu verkomplizieren. Denk daran, die einfachen Sätze bilden die Grundlage für komplexere Konstruktionen später. Natürlich kannst du später auch komplexere Konstruktionen verwenden. In der Anfangsphase ist es jedoch besonders ratsam, lieber kurz und bündig vorzugehen, als überflüssig und falsch. Und unnötig lang überzogene Sätze erschweren ja zudem auch die Verständigung, vor allem im Alltag. Und deswegen sind die einfachen Sätze so förderlich, dass du dich langsam an das System der deutschen Sprache gewöhnst. Und auch an den Satzbau. Ich glaube, ich gehe gleich nach Hause, weil es gerade sehr laut ist. Es ist also nicht schlau, montags draußen zu filmen. Ich höre nur Autos. Tanusai, guten Tag, guten Tag. Also es ist immer schön, wenn du jemanden dabei hast, der auf deine Fehler schauen kann und dich sorgfältig korrigiert. In vielen Fällen hast du aber keinen Gesprächspartner oder es macht dich nervös, korrigiert zu werden. Dann eignet sich die Selbstkorrektur am besten, weil du nahezu keinen Zeitdruck hast und in deinem eigenen Tempo lernen und sprechen kannst. Das heißt, wenn du dich sprichst, dann sprich bewusst und achte auf deine Rede. Und wenn du merkst, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht, dann korrigiere ihn unverzüglich, also sofort. Fabian kommt heute nicht, weil er ist krank. Weil er krank ist. Oder ich habe mir gestern wieder Quark gekauft, obwohl er jetzt doppelt so teuer sind. Die Fahrräder sind cool. Und auf diese Weise richtest du deine Aufmerksamkeit auf deine Sprechfertigkeit aus. Und kannst du mit der Zeit deine eigenen Fehler ausbessern
was im Endeffekt dazu führt, dass du flüssiger und vor allem korrekt Deutsch sprichst. Redemittel und Redewendungen sind im Alltag nicht mehr wegzudenken. Mit ihnen kannst du den natürlichen Redefluss aufrechterhalten und gewinnst dabei ein bisschen Zeit zum Denken. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und die Redemittel strecken sich von einzelnen Wörtern oder kleineren Wortgruppen bis hin zu einem vollständigen Satz. Zum Beispiel, weißt du was? Oder wisst ihr was? Oder wissen Sie was? Weißt du was? Ich habe gerade Lisa in der Stadt gesehen. Na? Weißt du was? Weißt du was? Weckt Neugier und erregt Aufmerksamkeit. Oder weißt du? Wisst ihr? Weißt du, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel, du hast beim Amt einen Antrag gestellt und sollte jetzt abwarten, bis der bearbeitet wird. Und das erzählst du deiner Mitbewohnerin. Ich habe die sämtlichen Unterlagen abgegeben und kann jetzt nicht mehr weiter tun, außer zu warten, weißt du? Weißt du? Oder weißt du, was ich meine? Na. Das verstärkt noch deine Aussage ein bisschen und verlangt eine kleine Bestätigung des Gegenübers. Oder, ja, das verstehe ich voll und ganz, nutzt man auch sehr oft im Alltag. Ein Kommilitone sagt dir, ich fahre dieses Wochenende zu einem Konzert in Berlin und ich nehme schon den Zug um 7 Uhr früh, weil ich danach noch ein bisschen Zeit haben möchte, um in der Stadt zu bummeln. Und daraufhin kannst du sagen, ja, das verstehe ich voll und ganz. Damit drückst du dein Einverständnis aus und bist quasi derselben Meinung deines Kommilitonen. Und ansonsten gibt es noch ganz viele, also zum Beispiel, ach, das ist ja blöd oder alles gut, es wird schon. Oder unglaublich, etc. Wenn ich dazu extra ein Video machen sollte, dann lasse ich mich gerne wissen unten in den Kommentaren. Ich hoffe, das Video konnte dir ein bisschen weiterhelfen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!